Shalom und Gottes Segen zusammen, willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um die Serie The Chosen gehen soll, eine Serie über das Leben von Jesus Christus, und da wollen wir uns mal anschauen, ob mit dieser Serie eigentlich alles so koscher ist, und ich kann schon mal sagen, ich glaube es nicht. Wir sehen hier den Regisseur, Co-Autor und Schöpfer der Serie The Chosen, nämlich Dallas Jenkins. Und er selbst ist zwar kein Mormone, aber sein Bild über die Mormonen macht deutlich, dass er ein, ja, verschobenes Bild von Jesus und der Bibel hat. Und das wollen wir uns mal anschauen anhand dieses Artikels vom 7. Februar. Da wird berichtet, die christliche Filmserie mit dem Titel The Chosen gewinnt weltweit eine immer größere Aufmerksamkeit. In christlichen Kreisen wie unter Nichtchristen. Bisher wurden die Folgen weltweit 430 Millionen Mal angeschaut. Die Tatsache, dass am Projekt The Chosen Mormonen beteiligt sind, die Jenkins als seine Geschwister im Glauben ansieht, lässt vermuten, dass er mit Mormonen nicht nur sympathisiert, sondern auch ihren Glauben akzeptiert. The Chosen wird gestreamt, vertrieben und per Crowdfunding finanziert von der Firma VidAngel und dessen Tochterfirma Angel Studios. Beide Firmen wurden von den Mormonen Neil und Jeffrey Harmon gegründet. Wir sehen also, dass hier dieser Schöpfer der Serie, Dallas Jenkins, die Mormonen als seine Geschwister im Glauben betrachtet und dass Mormonen auch bei dieser Produktion behilflich waren mit diesen ganzen Filmstudios und so weiter. Einige Schauspieler sind auch Mormonen. Aber wir schauen uns mal noch weiter an, was geschrieben wird in diesem Artikel. So heißt es, Staffel 2 wurde in einem mormonischen Jerusalem-Filmset in Utah gedreht. Jenkins sagte über seine mormonischen Freunde, mit denen er bei dem Filmprojekt zusammenarbeitete, diese Freunde lieben absolut denselben Jesus, den ich liebe. Also der Regisseur Dallas Jenkins liebt denselben Jesus wie die Mormonen und den schauen wir uns gleich mal an. In einem Interview mit einem Mormonen sagte er, dass er tatsächlich weniger schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten mit Mormonen habe, als er dachte und dass das für ihn okay sei. Mormonen glauben unter anderem, dass Christus ein Geschöpf Gottes und dazu noch der Bruder von Luzifer sei. Und das soll derselbe Jesus sein, den wir verehren? Ich glaube auf jeden Fall nicht. Deswegen, ich betrachte Mormonen nicht als Christen, nicht als Geschwister im Glauben, weil ihr Jesus, der hat nichts mit unserem Herrn und König zu tun. Die LA Times schreibt am 16.12.2007, die mormonische Theologie geht davon aus, dass der Retter und der Teufel beide Söhne Gottes sind, daher erklärt eine offizielle Webseite der Kirche, Jesus war Luzifers älterer Bruder. Ja, Luzifer alias Satan, der Teufel und Jesus sind also Brüder im Geiste wahrscheinlich. Das ist nicht der Fall. Spencer Kimball, der 12. Präsident der Mormonen, schreibt in The Teachings of Spencer Kimball ab Seite 32, lange bevor sie geboren wurden, wurde von ihren Schöpfern ein Programm entwickelt. Die Hauptfiguren in diesem großen Drama waren ein Vater Elohim, vollkommen in Weisheit, Urteilsvermögen und Person, und zwei Söhne, Luzifer und Jehova. Ja, da wollen wir mal schauen, was die deutsche Seite sagt von den Mormonen. Da heißt es, im Wesentlichen ist Luzifer nicht nur der Bruder von Jesus, sondern er ist auch der Bruder der ganzen Menschheit. Nun, wenn das Okkultisten von sich geben, wundert mich das nicht, aber angebliche Christen, die an Jesus glauben, sagen, dass Luzifer der Bruder der ganzen Menschheit ist und der Bruder von Jesus, aus biblischer Sicht eine absolute Gotteslästerung. Weiter heißt es im Buch von, in einem Buch über die Mormonen, Mormonen Apostel Joseph Merrill Conference Report auf Seite 49, da heißt es, unsere Lehren zufolge wurden Satan und eine Armee von Unterstützern aus der vorirdischen Geisterwelt auf die Erde geworfen. Sie sind unsere Geistbrüder und echte Personen mit Geistkörpern. Ja, Satan und seine gefallenen Engel sind also unsere Brüder im Glauben. Das glaube ich ja mal nicht, das sind unsere geistigen Feinde, die Feinde Gottes und nicht unsere Brüder.
Hier sehen wir den Gründer der Mormonen, Joseph Smith, der litt oder hat auch unter Wahnvorstellungen gelitten oder dämonischer Besessenheit, musste man nochmal klären. Die LA Times schreibt: Im Jahr 1820 kniete ein 14-jähriger Junge namens Joseph Smith Jr. in den Wäldern. Später berichtete er, dass er zwei strahlende Gestalten gesehen habe. In den nächsten Jahren sagte Smith, dass er von einem Engel namens Moroni, den Sohn Mormons, besucht wurde. Das Buch Mormon wurde 1830 veröffentlicht. Seitdem ist es auf 1,3 oder 13 Millionen Mitglieder weltweit angewachsen. Und ja, das ist ähnlich wie bei den Siebten-Tags-Adventisten. Die haben ja auch ihre Prophetin Ellen G. White und sie folgen natürlich auch blind Ellen G. White. Und das ist natürlich fatal. Genauso glauben auch viele Mormonen, dass Joseph Smith ein Prophet war. Und deswegen glauben sie auch blind Joseph Smith und haben genau wie die Adventisten noch ein anderes Buch, nämlich das Buch Mormon. Und das brauchen wir nicht. Und deswegen ist das auf jeden Fall keine himmlische Erscheinung von Gott oder vom wahren Jesus, den Joseph Smith hier wahrgenommen hat, sondern man muss eher von gefallenen Engeln und Dämonen sprechen, denn das Buch Mormon, das widerspricht der Bibel, deswegen sola scriptura, allein durch die Schrift. Weiter heißt es: Da sowohl Christus als auch Luzifer vom Vater geboren wurden, waren sie Brüder. Das ist die Begründung, warum man sagt, Jesus und Luzifer waren Brüder, beide wurden von Gott geboren. Gott hat sowohl Satan als auch Jesus geschaffen, erschaffen. Und in dieser Hinsicht sind sie Brüder. Und da sehen wir schon mal, dass Mormonen keinen Plan haben von dem wahren Jesus und von der Bibel. Und deswegen hat es der Regisseur von The Chosen auch nicht, wenn er sagt, dass er an denselben Jesus glaubt wie die Mormonen. Und diese Mormonen, die sagen, dass Luzifer der Bruder von uns, der Bruder von Jesus war, das wären gläubige Christen. Auf gar keinen Fall. Da kann man gleich die Hochgrad-Freimaurer als Christen bezeichnen. Das ist auch nicht der Fall. Deswegen, wir schauen uns mal an, was ist mit Jesus und Luzifer? Wurde Luzifer von Gott geboren? Wurde Jesus erschaffen? Erstmal schauen wir über Luzifer. Da heißt es in Hesekiel 28, Abvers 13: In Eden, im Garten Gottes, warst du. Deine kunstvoll hergestellten Tamburinen und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Hier geht es um den Fall Luzifers und hier lesen wir eindeutig gleich zweimal, dass Luzifer nicht geboren wurde von Gott, sondern Luzifer in der Tat ist ein erschaffenes Wesen. Aber das ist der Unterschied zwischen Luzifer und Jesus, denn Jesus ist kein erschaffenes Wesen. Er ist der Erstgeborene, durch den alles erschaffen wurde. In Kolosser 1, Abvers 15 heißt es über Jesus: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Nicht der Ersterschaffene, der Erstgeborene, der überall der Schöpfung ist. Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das heißt, auch die Engel, auch Luzifer, wurde durch Jesus erschaffen. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Zu sagen, dass Jesus nur ein geschaffenes Wesen wäre, ja, das glauben auch die Muslime und die sind auch auf dem falschen Dampfer unterwegs Richtung Phantasialand. Deswegen muss man aufpassen und auch vor The Chosen aufpassen, denn das ist nicht der Jesus der Bibel. Das könnte eigentlich nur ein geschaffenes Wesen sein und deswegen muss man immer aufpassen, prüft alles, das Gute behaltet, denn einen anderen Jesus als den biblischen Jesus, den brauchen wir nicht. 2. Korinther 11, Vers 4: Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, wie der Regisseur von The Chosen, den wir nicht verkündigt haben, dass Jesus nur ein geschaffenes Wesen sei, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, wie der Gründer der Mormonen, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Deswegen kann ich nur vor einem falschen Jesus warnen und vor The Chosen warnen, denn wenn dort irgendwie mormonische Doktrinen vorhanden sind und der Regisseur, der Schöpfer dieser Serie sagt, Mormonen sind unsere Geschwister, die glauben an denselben Jesus wie er, dann glaubt der Regisseur von The Chosen also an den Jesus der Mormonen,
Und dann glaubt er auch, dass Lucifer unser geistiger Bruder ist und dann kann man sich diese Serie über Jesus gleich sparen. Hätte man das Geld lieber für eine biblische Serie ausgegeben, wäre das sinnvoll gewesen, so aber ist es reine Geldverschwendung. Ich weiß, ich werde jetzt viele Fans, die The Chosen lieben und so weiter, vielleicht jetzt nicht gerade begeistern, sich das nicht weiter anzuschauen. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Fakt ist, prüft alles anhand der Schrift. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das ist nicht der Jesus der Mormonen, sondern der biblische Jesus. Also, wenn ihr wollt, lasst gerne ein Like da, teilt dieses Video und abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis. Denn wie gesagt, die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, der einzig wahre biblische Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.